Das ist Klaus. Klaus ist schwul und möchte heute Abend noch Sex haben. Das ist ein Café. Aber nicht irgendein Café, sondern ein schwules Café. Hier treffen sich schwule Männer, die andere Männer kennenlernen wollen. So wie der Klaus. Darum ist er jetzt auch in dieses Café gegangen. Hier kann man etwas trinken und ganz nebenbei auch noch seinen Traummann finden. Wenn man alles richtig macht. In so einem schwulen Café gibt es auch eine Theke. An der kann man ganz prima sitzen, so wie der Peter hier. Peter ist so ein Traummann. Das findet zumindest der Klaus. Deswegen guckt er jetzt auch so ein bisschen doof grinsend zu dem Peter hinüber. Das würde er aber besser nicht tun, denn dann würde er auch die Tasche sehen, die auf dem Boden liegt. Sieht er aber nicht und deswegen stolpert er jetzt auch und landet ziemlich unsanft auf dem Boden. Das tut nicht nur weh, sondern ist auch sehr peinlich. Deswegen immer schön auf den Boden gucken, denn dann kann man um die Tasche herumgehen und sich neben seinen Traummann an die Theke setzen. Das alleine reicht aber noch nicht, denn jetzt muss der Klaus den Peter auch noch ansprechen. Traut er sich aber nicht und deswegen bestellt er jetzt lieber einen Schnaps. Und dann gleich noch einen und noch einen und noch einen. Und weil das natürlich viel zu viel ist, fällt er jetzt auch besoffen vom Stuhl. Weil das so aber natürlich nichts wird, machen wir das Ganze gleich nochmal. Aber diesmal mit Wasser. Ein Mineralwasser bitte? Weil Klaus den Peter ganz toll findet, möchte er ihn gerne kennenlernen. Deswegen spricht er ihn jetzt einfach an. Hi. Ich finde, du hast schöne Augen. Ficken? Ehrlichkeit ist natürlich etwas Gutes, aber eben nicht immer. Darum probiert er es jetzt auch noch einmal, aber diesmal eben nicht ganz so ehrlich. Hi! Hi! Ich finde das schöne Augen. Danke. Was trinken möchtest du vielleicht? Ja, gerne. Cola vielleicht. Eine Cola bitte? Jetzt werden sich die beiden erstmal besser kennenlernen und erzählen sich dazu ihr halbes Leben. Das dauert nicht nur ziemlich lange, sondern ist für uns auch ziemlich langweilig. Deswegen haben wir das für euch mal ein bisschen beschleunigt. Wie ihr seht, ist das alles gar nicht so leicht. Aber wenn ihr alles richtig macht, könnt ihr euren Traummann dafür dann hinterher auch mit nach Hause nehmen. So wie der Klaus hier. Hätte der seine Wohnung vorher aufgeräumt, säße Peter jetzt nicht so gelangweilt da. Sitzt er aber nun und das ist schlecht. Viel besser ist es, dem Peter noch etwas zu trinken zu geben. Denn dann kann man auch ganz schnell machen und ins Bett gehen. Im Bett wird's jetzt richtig lustig. Hier kann man sich schmutzige Witze erzählen oder einfach den Mund halten. So wie die beiden hier. Die haben sich lieber ausgezogen und wollen jetzt Sex haben. Am Anfang wird noch ein bisschen geküsst, dann küssen sie sich noch ein bisschen mehr, streicheln sich dabei über ihre Körper und werden ganz geil. Geil bedeutet, dass die beiden jetzt Lust haben, sich noch viel, viel besser kennenzulernen. Deswegen will der Peter jetzt auch wissen, wie der Klaus so schmeckt. Dazu nimmt er den Penis von dem Klaus in den Mund und lutscht ein bisschen daran herum, wie mit einem Lolli. Aber Vorsicht mit den Zähnen, denn im Gegensatz zum Lolli findet der Klaus es gar nicht gut, wenn man ihn beißt.
Nachdem der Peter vom Klaus probieren durfte, will der jetzt auch mal was Neues kennenlernen. Deswegen dreht sich der Peter jetzt auch auf den Bauch, damit der Klaus mit seinem Penis mal gucken kann, wie es in dem Peter so aussieht. Aber Vorsicht, bevor der Klaus da rein darf, muss er seinem Penis erst noch eine Schutzhaube überziehen. Ein Kondom. Wir haben das mal für euch vorbereitet. Das ist ein Modell von Klaus seinem Penis. Und das ein Kondom. Das Kondom ist nochmal extra eingepackt. Das macht aber nichts, denn an der Seite sind extra so kleine Ritzen, damit man das ganz leicht aufreißen kann. Dann nimmt man das Kondom ganz vorsichtig da raus und rollt es über den Penis. Etwa so. Jetzt kann sich der Klaus freuen, denn nun darf er in den Peter reingucken. Das nennt man auch Ficken. Richtig, wir haben ja noch was vergessen. Das Gleitmittel. Das ist dafür da, dass der Penis vom Klaus leichter in den Peter reingeht. Das Gleitmittel am besten erst in die Hand tun, damit das dann nicht so kalt ist, wenn man es dann vorsichtig auf den Penis verteilt. Jetzt können sich die beiden ganz in Ruhe kennenlernen, also ficken. Damit das nicht schon bald langweilig wird, sollte man immer mal wieder was Neues erforschen. Wir zeigen euch jetzt mal, wie und wo ihr das so machen könnt. Wenn ihr wie Peter und Klaus auch auf einer Kuhwiese forschen wollt, dann solltet ihr vorher auf jeden Fall überprüfen, ob das auch wirklich Kühe und keine Bullen sind. Denn sonst wollen die Bullen hinterher noch mitforschen und das tut weh. Wenn man sich dann so gut erforscht hat, dann macht einen das so richtig glücklich. Aber wenn ihr so glücklich sein wollt, müsst ihr euch schon trauen, den ersten Schritt zu machen. Wenn man sich gar nicht erst traut, jemanden anzusprechen, dann wird man auch niemanden so erforschen dürfen. Es sei denn, ihr werdet Urologe. Doch davon erzählen wir euch ein anderes Mal. Still